Oi, oi, oi. Ich merke schon, ich habe den Angriff und, oder meine Truppenstärke überschätzt und seine unterschätzt. Ja, nee, komm. Ich lade nochmal, dafür habe ich ja gespeichert. Und wir warten dann noch ein bisschen mit unserem Großangriff. Denn wenn wir einfach nur sinnlos Truppen feißen, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. So, dann bitte einmal weiter für Nachwuchs sorgen. Ach, du bist schon... Du ziehst schon ein Kind groß, alles klar. Ihr beiden auch. So. Was denn mit dir? Du bist... Ach, haben wir dich nicht hier reingeschickt? Geht ja gar nicht, dass wir hier noch einen haben, der noch nicht... für den Militärdienst eingesetzt wird. Ach, Moment mal, du bist verheiratet, dann müssen wir dich jetzt einmal nach Hause schicken. Damit wir da auch für Nachwuchs sorgen können. So, wir sollten aber jetzt nicht die Schwertkämpfer vernachlässigen. So sehr wir auch die Bogenschützen brauchen, aber nicht nur. Hallo? Raus? Geht doch. So, Eivind ist nun erwachsen. Haben wir dir auch schon den Auftrag gegeben? Ich hoffe. Ich muss halt schauen, dass ich direkt die Türme und die Gebäude, die uns angreifen, fokussiere. Das Garstige war halt nur wirklich, dass er hier die Lagerstätte und zwei Türme und die Türme, die sind alle recht dicht beieinander. Das heißt, wir brauchen entsprechend mehr Truppenstärke, weil sonst wird das nichts. Sonst wird das definitiv nichts. Okay, da will er nicht rein. Okay, aber es hat trotzdem... geklappt mit dem Nachwuchs, sehr gut. Dann kannst du ja wieder zu den Truppen kommen. So. Machen wir aus dir auch mal einen Bogenschützen. Super, die holen jetzt alle wieder 1000 Waffen ran, anstatt sich mal um Dings zu kümmern, um das Gold. Wobei, nee, hier ist gar nicht so viel Gold, dass die das abholen könnten. Okay, ich befürchte fast, wir müssen langsam umdenken und darauf gehen, dass wir auch Stufe 1 Soldaten rekrutieren. Weil sonst wird das Ganze nur ewig dauern. Wir sind ja schon relativ lange auf dieser Karte, in dieser Mission unterwegs. Und ich denke, deswegen sollten wir da mal ein bisschen mehr aufs Tempo gehen. So, der... Achso, nee, du kannst da schon raus. Sehr gut. Bogenschütze. So, Proviant kriegt er aber natürlich trotzdem. So, Schwertkämpfer. Proviant. Dich bringen wir mal auf Stufe 2. Und raus mit dir. So, fehlt doch irgendwo ein Nachwuchs hier hinten, glaube ich.
Könntet mal ein bisschen mithelfen. Ja, will. Ja, will. So, wir haben jetzt 4, 8, 12, 16 Bogenschützen und 10 Schwertkämpfer. Dann würde ich sagen, hauen wir jetzt alles in die Schwertkämpfer, was wir noch kriegen. Und dann versuchen wir es nochmal. Mit 32 Larry sollte das ja wohl klappen. Zumal wir jetzt auch noch den einen oder anderen ein bisschen verbessern können mit dem Gold, was wir jetzt angesammelt haben. Ich würde sagen, wir reißen die Obstfarm hier ab und bauen hier einen Holzfäller noch hin. Warte mal, passt der Holzfäller so vielleicht noch hier irgendwo hin? Ja, da. Dann bauen wir den doch da direkt hin. Dass nämlich die Goldschmiede schneller mit Holz versorgt wird und mit Golden. Ah ja gut, Goldnuggets ist ja sowieso nicht das Problem, sondern eher, dass die losrennen müssen und Holz holen müssen. Und da muss halt sehr weit für rennen, der Träger. Deswegen, das ist nicht so optimal. So, Ingjald ist erwachsen. Sehr gut. Dann bist du unser neuer Schwertkämpfer. Und du darfst sogar auf Stufe 3 tätig sein. Ja. So, Harvard ist erwachsen. Dann ab in die Kaserne mit dir, zusammen mit Aslak. Geiler Name. So. Schwertkämpfer, für dich gibt es leider nur Proviant. Und raus mit dir. So, Hall ist auch erwachsen. Sehr schön, auf zur Kaserne. Gunlaug ist erwachsen. Friedgeir ist erwachsen. So, wir sind bei der wilden 13 von der Zahl her. So, du darfst auf Stufe 2. Raus mit dir. Du leider wieder nur auf Stufe 1, weil kein Gold da. Du wärst auch Schwerti. Mit Proviant, aber ohne Gold. So, wir versuchen es auf ein neues. Obwohl, Moment, da ist gerade noch wer fertig geworden. Tjostol. Ich muss da schauen, ob wir jetzt überhaupt hier noch einen in die Gruppe reinkriegen. Weil ich weiß nicht, wie viel das Maximum ist. Ich glaube, an dem Punkt waren wir bisher auch tatsächlich noch gar nicht. Was macht ihr? Wo rennt ihr hin? Was soll denn das immer? So, du kannst immerhin auf Stufe 2. Und raus mit dir. Ja, sehr schön, das geht noch. Wunderbar, alles klar. Da haben wir jetzt sogar 33. Gut. Speichern ab und laufen los. Versuchen wir mal, dem jetzt ein bisschen härter in seine fröhliche Fresse zu hauen und nicht uns hauen zu lassen. Ich würde vorschlagen, wir marschieren direkt durch zum Turm. Da wissen wir jetzt schon, wo der steht. Weil die Bogenschützen, die greifen an. So, Feuer frei. Und ihr müsst nicht hier hinten stehen bleiben. Ihr dürft tatsächlich mit an die Front. Was soll das denn immer? So, wir haben noch einen, der erwachsen geworden ist, der Onund. Den ziehen wir nochmal dazu.
Ach, der pennt ja direkt an der Front. Du bist ja in entspannten. So, du bist Schwertkämpfer, darfst sogar auf Stufe 2, sehr schön. Kriegst ein Proviant. Und raus mit dir. Und ihr rennt doch nicht alleine vor, was ist denn mit euch? Oh, ey, warum rennst du? Meinst du jetzt alleine da hoch rennst du mit Essen? Was stimmt nicht mit dir? Gut, bitte dann. Feuer frei. So, greif den Turm an, verdammt nochmal. Nicht alles andere angreifen, einfach nur den Turm. Dankeschön. Oh, guck an, Schwertkämpfer Stufe 3 hat er auch. Moment, das war mein Schwertkämpfer Stufe 3. Ihr sammelt euch einmal bitte da hinten. Lasst mal die Bogenschützen die Arbeit machen. Und macht vor allem erstmal hier das Haus kaputt. Das finde ich sehr gut, dass er uns jetzt seine Truppen gerade nur entgegenwirft. So, dann einmal auf die Jägerstätte bitte. Guck mal, es kann so schön schnell gehen. Wenn ihr einfach mal alle fleißig mithelft. So. Jetzt ganz schnell alle zum Lager durch. Und mit alle meine ich alle und nicht immer, dass die Hälfte stehen bleibt. Was ist denn nur mit euch? Ja, renn einfach dran vorbei, lass dich abknallen. Renn irgendwo hin. So, wir haben einige Larrys verloren. Aber ich denke, im Groben haben wir's. So, ihr prügelt euch einfach mal munter durch die Gegend. Ich würde sagen, wir ziehen es nicht weiter in die Länge, sondern machen direkt hier alles platt. Was wir platt machen müssen, nämlich den Tempel. Oder müssen wir wirklich alles plätten? Nein, das war's. Als unsere Krieger es endlich geschafft hatten, den Tempel der Apotheken zu erstürmen, mussten sie feststellen, dass der heilige Stein nicht mehr da war. Meinem Vater, der unseren Kriegern vorausgeeilt war, gelang es gerade noch, einen weiß gekleideten Priester aufzuhalten, bevor er durch eine in der Wand verborgene Tür verschwinden konnte. Zuerst wollte er nicht reden und stellte sich stumm. Das Schwert, das ihm mein Vater an die Kehle setzte, konnte seine Zunge aber rasch lösen. Mit zitternder Stimme erzählte er, dass die Krieger der Tempelwache den heiligen Stein durch den Geheimgang auf ein bereitliegendes Schiff gebracht hatten und damit Richtung Norden geflohen waren. So, ihr Lieben. Das war's dann wohl. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Mission. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.